Oh Gott. Ah, das nennt man Luck. Hallo, 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 weiter geht's mit Castle Crush. Willkommen dazu, ich bin der Lars und das ist der Level 1 bzw. der Free-to-Play-Account. Willkommen dazu. Ich habe das ein bisschen durchlaufen lassen und die meisten wünschen sich einen Free-to-Play-Account. Deswegen wird der Ganze hier Free-to-Play sein, ey, auf der Android-Version. Übrigens, hier ist meine Halterung. Da stelle ich normalerweise mein iPad drauf, stelle ich hier vorne hin so, dann nehme ich das Ganze auf. Aber jetzt spiele ich ja über den Emulator und zwar, das Ganze läuft jetzt quasi über den PC. Das ist natürlich toll, ne? So, ich bin der Like Lars. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Ein sehr geiler Name übrigens, ne? Mein zweiter Kanal heißt auch so. Könnt ihr mal abchecken. Wir gucken mal kurz erst in die Gratis-Kiste. Erstmal aufmachen hier auf diesen Free-to-Play-Account. Das bedeutet, ich kann alles... Oh Gott! Ah, das nennt man Luck. Dryade freigeschaltet. Ist gut. Ist sehr, sehr gut. Und die Bogenschützen sind auch dabei. In der Gratis-Kiste erstmal gegönnt. Allgemein in der Gratis-Kiste ist immer guter Loot drin. Also immer schön mitnehmen. Der Ballista, er wurde gebufft. Wir können ihn auf jeden Fall benutzen. Geil, geil, geil. Bogenschützen. Und? Das Skelett ist auch da. Geil. Schön, wir haben was im Shop. Was haben wir im Shop? Abrufen? Habe ich das? Warum steht da abrufen? Kriegt es umsonst? Ich bin verwirrt. Das kostet doch normalerweise Geld. Wieso? Es ist ein Free-to-Play. Wir dürfen kein Geld... Oh, der Dämon ist da. Das Ganze gar nicht mal so schlecht, glaube ich, auch in dem Bereich hier. Also, wir dürfen kein Geld abgeben. Warum steht da abrufen? Ich weiß nicht. Ich werde mich mal schlau machen. Ich klicke jetzt nicht drauf. Nachher gebe ich dafür Geld aus und dann sagt, hier ist kein Free-to-Play. Komm, was haben wir hier? Neues. Aha. Ja, Android ist verfügbar. Die Vampire, na klar, die werden wir hier auf jeden Fall auch bekommen. So, öffnen wir kurz auf jeden Fall die nächsten Kisten, damit wir neue Karten wieder freischalten. Vielleicht bauen wir unser Deck hier und dann werden wir rasieren gegen den Strichchen mit der Banshee. Wer ist das denn? Oh, der Ohrkrieger mit einem großen Maul. Das ist eine schöne Karte hier. Und die Bombe habe ich auch meistens in meiner Hose. Geiles Ding hier. Oh. Ich ziehe einfach den Dämon. Ich glaube, mein Kartenglück ist mal wieder am Start. Ihr kennt es ja. Ich bin der Lucky Lars. Und der Lucky Lars ist der hier am Start mit dem Like Lars. Inferno auch noch bekommen. So krass. So geil. Und Skelette. Schöne Karten. Gefällt mir. So, dann gehen wir auf jeden Fall mal hier kurz auf unser Deck und werden mal kurz gucken, was wir denn zusammen bauen werden. Also. Starke Kombination. Also die Dryade ist allgemein ziemlich stark. Die gefällt mir. Skelette kann man mitnehmen. Was ich dann noch gerne mitnehmen würde, ist der Dämon. Warum nicht? Einsetzen. Ja, hier, komm. Warum ist... Ist es normal, dass mein Deck so klein ist in dem Bereich noch? Kommt mir gerade komisch vor. Es kommt mir gerade echt komisch vor. Normalerweise sind die Decks doch größer. Geht das nicht? War das burgabhängig vom Deck? Nein, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sieht es scheinbar so aus. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ihr seht es selber, ich habe schon lange nicht mehr diesen Low-Level-Bereich. Es soll nicht böse klingen. Ist egal. Dann machen wir das so. Okay, wir nehmen den Dämon, nehmen wir mit. Der ist auf jeden Fall cool. Der Ohrkrieger, den nehmen wir nicht, glaube ich, mit. Ich würde den Ballista. Also Ballista ist echt krass. Ballista ist gerne auch noch am Start. Dafür nehmen wir den Krieger raus. Das passt. Dann werden wir die Bogenschützen, die Piratin wurde auch gebracht. Wir dürfen halt nicht so viele kleinen Scheiß mitnehmen. Wir werden die mal kurz upgraden hier. Die Bogenschützen. Geupgradet hier. Dankeschön, dürfen wir machen, weil ist kein Free-to-Play. Ist Free-to-Play kein Level 1-Account. So war es nämlich. So machen wir das jetzt. So ist das Ganze hier. Und mal gucken, upsala, ob wir damit jetzt kämpfen können. Bin ich ja mal gespannt. Wir können in der History später nachgucken, ob es passt von den Karten her. Ach, hier gibt es ja noch nicht hier. So, ich spiele mal mit dem Zwerg. Der Zwerg ist immer gut. Ich habe einen Zwerg noch drin. Habe ich gerade den Zwerg drin? Ich bin verwirrt. Ah, okay. Da kommen Bogenschützen. Da werden wir eine Bombe droppen. Die wird sich lohnen. Bombe raus. Und noch ein bisschen kleinen Scheiß dahinter. Sehr, sehr geil. Mach kaputt den Rotz. Mach kaputt den Rotz. Oh, ja, ja. Was ist das denn für ein Scheiß hier? Was ist das denn? Wirft nur noch eine Bombe. Aber ich habe da einen Counter gegen. Und zwar diese junge Dame. Diese junge Dame ist ein schöner Counter gegen so etwas. Oh. Hör auf. Ein Glück habe ich die Peitsche. Lebe. Skelette, lauf vor. Dankeschön. Skelette, lauf vor. Dankeschön. Das ist sehr gut. Den werden wir wegmachen mit dem Dämon. Dämon sehr, sehr stark. Wisst ihr Bescheid? Weggerasiert. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis bald. Hinter die junge Dame spielen wir jetzt nämlich den Ballista rein. Oh yeah. Das sind fiese Sachen. Okay, den spielen wir hinten rein. Einfach nur, um das Ganze zu slowen. Hier die Lane in der Mitte.
Den werde ich jetzt nicht verbrennen. Und da ist Ballista. Und da ist die junge Herrin. Wir spielen noch eine junge Herrin. Oh, die Dryade ist halt so mächtig. Die ist so mächtig auf diesem Bereich, weil sie sich einfach tot heilt. Eieiei, richtig geil. So, der Mann rein. Tschüss. Nächster Ballista von da oben und dann läuft es hier. Das ist die ultimative Rasur, mein Mr. Andreas. Das ist die Rasur. Es tut mir leid, aber du verlierst jetzt hier. Und zwar richtig hart. Das noch kurz aufhalten. Hier eine Bombe reinwerfen. Noch eine Bombe hier kurz drauf. Sollten wir gewinnen. Das sollten wir gewinnen. Na klaro. Alter, wie lange das dauert auf dem Level, bis man den Burg kaputt macht? Es dauert lange, aber es wurde geschafft. Burg wurde zerstört. Gefällt dir Castle Crush? Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, sonst komme ich in den App Store. Deswegen habe ich es mal lieber gelassen. Alles klar. Können wir antippen hier. Dauert 3 Stunden. Ist jetzt unser Deck größer immer noch nicht. Bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Aber die Siegeskiste bekommen wir gleich. Deswegen weiter. Jawohl, free to play. Weiter geht's. Ihr könnt da reinschreiben, was ist denn so das Krasseste allgemein von euch? Wer ist schon wie weit vom Level? Oder wie viele Pokale habt ihr schon? Und habt ihr schon eine Legendary gezogen? Das interessiert mich doch alles. Das interessiert mich wirklich alles, Leute. So, Bombe rein. Tschüss, Schlitz. Das würde mich echt interessieren. Oh, bei Mr. Kollege hier. Dagegen spielen wir Ballista. Ballista räumt auf. Oh, der ist so stark, der Ballista, ne? Auf dem Level oder allgemein ist der super, super stark. Ein paar Bogenschützen hinterher. Mach kaputt, dankeschön. Oh, oh, oh. Er spielt die Bitch. Er spielt die Bitch. Wir spielen auch eine Bitch. Mach bitte den Nah. Mach den Nah kaputt. Mach den Nah kaputt. Mach den Nah kaputt. Ich habe einen Dämon. Das ist sehr gut. Ah, oh, shit. Okay, ich habe gerade Probleme. Ich habe harte Probleme. Ich bin das nicht verteidigt. Ich habe kein Inferno dabei. Das geht noch. Komm, mach. Komm. Die lebt noch. Wunderbar. Wir spielen noch einen Ballista rein, um ein bisschen Damage zu machen. Hat er ein Inferno? Wenn ich jetzt Inferno habe, ich halt einfach. Dann ist ein GG. Aber ich glaube, die Peitsche. Er hat ein Inferno. Aber sie heilt sich ja wieder. Das ist gut. Kommen wir noch hier rein. Und hier von 3 Lanes. Leute, das ist eine gute Taktik. Moment. Dämon kommt. Tschüss. Hau rein. Madame. Piratentusti ist am Start. Wir spielen hier noch ein paar Bogenschützen hinterher. Die Bogenschützen sind down. Hier eine Bombe ist ziemlich gut. Und da ist sie dran. Da oben Peitsche. Da unten Peitsche. Ist ein Deutscher übrigens. Gruß geht raus an diesen Deutschen. Deswegen sage ich, hier gibt es erstmal ein Küsschen. Nur für dich. Oh no. Da unten haben wir Probleme. Da unten haben wir Probleme. Da oben wird noch gepeitscht. Das ist sehr, sehr gut. Da oben spielen wir noch eine Peitsche rein. Oh oh. Oh oh. Da oben können wir auch nicht am Leben halten. Ich glaube, ich habe den Inferno. Ich brauche den Inferno. Yep. Ich brauche den Inferno. Das ist besser. Komm, lebe da oben. Mist. Egal, das geht alles down. Das haben wir auch gekillt. Jetzt in der Mitte kommt Mr. Dryade plus natürlich nur Ohrkrieger. Das muss ich auch irgendwie verteidigen. Ich weiß noch nicht wie. Das ist eine Möglichkeit. Ich habe Angst, dass ich den Ballista spiele, dass der Damage bekommt. Bekommt der Damage? Ich weiß es nicht. Ne, der Zwerg, ne? Ja, der Zwerg wird getroffen. Sehr gut. Schieben wir hier noch ein paar Skelette vor. Nächsten Ballista wegen Damage over the fucking top. Reicht das, um sie zu killen? Das reicht halt nicht. Sie ist halt Level 2. Oh shit, Alter. Da kriegt sie halt nicht tot, ne? Man kriegt sie halt einfach nicht tot. Das wird auch nicht reichen da unten. Da oben, beziehungsweise. Man kriegt sie nicht tot! Man kriegt eine Level 2 Dryade nicht tot! Es erinnert mich gerade eben an den gefesselten Dämon. Machst du kaputt, go! Ich krieg sie nicht tot. Doppel-Inferno! Total useless, aber es reicht, um zu gewinnen! Ich krieg sie nicht tot. Guck, wie lange die da unten auch lebt, meine einzelne. Alter, wie OP diese Dryade ist. What the fuck? Ich brauche Flächenschaden, Leute. Sonst reiße ich hier gar nichts. Der Inferno muss rein. Aber er hat auch höhere Truppen. Er hat Level 2 Dryade schon am Start. Und der schwarze Ritter, der Schwatte, ist die absolute krasseste. Ich habe minus einen Pokal bekommen. So, Deck anpassen. Wir nehmen. Ich glaube, wir nehmen die Bogenschützen raus. Und dafür den Inferno rein. Oder wir nehmen doch. Was nehmen wir denn raus? Ballista ist stark. Bombe lassen wir drin. Wir nehmen die Bogenschützen raus. So, weiter geht's, Leute. Nächstes Game. Go, go, Power Ranger. Wenn ihr Deckvorschläge habt, wenn ihr irgendwas sagt von wegen, na, spiel mal dieses Deck oder spiel mal das, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Die ganzen Low-Level-Decks. Ist ja was anderes. Ich meine, wo ich gespielt habe, gab es die Karten gar nicht. Deswegen ist es auch wieder Neuland für mich. So ein kleiner Neustart von dem Game. Eine Bombe. Warum ist denn eine Bombe? I don't know. So, können wir die Skelette reinballern hier auf jeden Fall. Das gefällt mir. Dann kommt hier mein junger Freund. Da ist er doch, Ballista. On the way. Hier kommt die Bombe. Die ist gut. Überlebe das Skelett. Ja, shit. Egal. Zwei überleben, das ist gut. Die räumen auf. Die Bogenschützen da. Spielen wir von da die OP-fucking Dryade, die einfach alles overkillt und unaufhaltbar ist und einfach alles zerstört.
Ich habe gerade geguckt, ob die es da oben schafft. Sie schafft's halt, ne? Sie bleibt halt noch am Leben. Gegen die Piratendame. Das ist. Sie ist so zu OP. Für das Level. Die ist einfach mega krass. Sorry, aber sie ist mega krass. Ich spiele Dämon, obwohl er gar nicht mehr ist. Egal, wir haben eh gewonnen. Egal, was passiert, wir haben gewonnen, ja. Die ganzen Lanes kann ich verteidigen. Das ist ein wunderbares GG. Cooles Spiel, gibt's ein Küsschen auf jeden Fall, mein Freund. Aber trotzdem. Ich glaube, es war ein Jackpot, die zu ziehen. Es war echt ein Jackpot. Kommt das jedes Mal, wenn ich gewinne? Makelloser Sieg heißt das hier sogar. Ein makelloser Sieg. Interessant. Neue Sachen, die lernen wir hier auch bei dem Spiel. Weiter geht's gegen diesen Kollegen hier. Mr. Bossen ist durch Anfangsphase. Auch so mal eine Frage an euch. Wollt ihr diese Anfangsphase sehen oder sagt lieber, nee, will ich gar nicht sehen. Ich will sofort sehen, wie du ein bisschen gespielt hast schon. Dann schreibt's rein. Würde mich interessieren. Reicht die Bombe, alles zu killen? Ja, wenn sie an der Burg sind, glaube ich. Ich warte kurz, bis sie an der Burg sind. Und dann kommt die Bombe. Komm, renn noch rein. Reicht das? Ich habe Angst. Reicht das? Es reicht wunderbar. So, die Dryade gegen den Scheiß sollte reichen. Normalerweise wäre noch, glaube ich, ein Inferno raufdroppen. Zur Verteidigung, damit sie am Leben bleibt. Bitte lebe so lange. Du belebst so lange, oder? Vielleicht noch den davor. Ja, wunderbar. Zum Tanken den Zwerg davor. Dann läuft sie, halt sich wieder hoch. Du mach kaputt. Den Scheiß machen wir kurz mit dem Dämon weg. Auf Wiedersehen. Zwerg plus der Ballista, der auch gebufft wurde. Das ist die ultimative Ration, mein junger Herr. Das war's. Natürlich auch unfair. Es ist auch unfair. Komm. Hör mal auf mit dem Blödsinn. Hör einfach auf. Ich bin noch ein Dämon. So, rein. Sehr geil. Ja, da kommen ein paar Truppen. Ich habe noch hier ein Pferd auf dem Start. Und immer die Nase juckt. Ihr denkt zu krass an mich, deswegen juckt meine Nase so. So, nächster Ballista am Start. Und gewonnen gegen Bossen. Ich habe nichts hochgelevelt. Ich habe wirklich, das alles, was ihr seht gerade eben, die ganzen Spiele hier, oh, Siegeskiste ist ready, habe ich alle im Video gemacht. Also ich habe irgendwie nicht jetzt hier was gepusht oder so, kartenmäßig. Das passiert gerade alles so, aber ich hatte halt Glück. Was bekommen wir denn Schönes? Zwei Gems, geil. Eine 14 mal die Bombe, das ist sehr viel. Und 10 mal die Skelette, auch geil. Und den Inferno können wir upgraden. Deswegen ab in den Shop. Abrufen, steht da immer noch. Ich bin verwirrt. Nicht ab in den Shop, sondern ab zum Deck. Und wir werden mal kurz upgraden. Und zwar die Bombe, auch sehr stark hier aktuell. Geiles Level Up, sehr schön. Die Skelette sind... Ich bin schon Punkt 2. Läuft bei mir. Das ging echt fix. Dann kurz das Upgraden. Sehr schön. Die Skelette und den Inferno. Hoch damit. Dankeschön. Und wir gehen schon wieder steil auf die Nest. Ich könnte die Bombe nochmal upgraden, weil wir sie oft bekommen. Wie viel Gold habe ich denn? Ich habe richtig viel Gold und 100 Gems. 100 Gems. Das ist free to play. Wir könnten für 100 Gems noch was kaufen. Das können wir nicht. Aber überall steht abrufen. Das heißt, ich muss dafür auch zahlen. Ich könnte mir einen Stapel Gold holen. 1000. Naja, nicht unbedingt. Weiter, go. Ich kann eine Kiste aufmachen. Ist auch total doof. Fußballgott, alles klärchen. Wer ist der Fußballgott? Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo? Oder Zidane? Oder Maradona? Oder wer ist es denn? Schreibt's doch rein. Ich weiß es nicht. Ist ja eure Meinung. Er hat eine Bombe geworfen, eklig. Egal. Wer hat eine Bombe, du dreckiger Sack? Ist ein Deutscher. Ist ja der Fußballgott. Ich packe noch was zum Tanken davor, einfach nur, weil der Zwerg nicht mehr so viel hat. Die junge Dame hier, die hält ein bisschen was aus. Jetzt ein Dämon wäre cool. Habe ich sogar, aber... Ich mach mal so, ich habe... Überlebt ihr das? Komm, überlebe, überlebe. Überlebe bitte, überlebe. Sie überlebt nicht, Mist. Aber alles wird, glaube ich, sterben, oder? Ja, alles stirbt, alles stirbt, alles stirbt. Sehr gut, alles stirbt. Mist, das wäre doof. Dann spielen wir hier jetzt den rein. Für sie. Wunderbar. Kommt nochmal, wie schön ein paar Skelette vor, um den Kollegen am Leben zu halten. Dann kommt von der dritten Lane hier mit. Immer schön von allen drei Lanes pushen, meine Damen und Herren. Damit rasiert man alles. Sie sind einfach alle überfordert. Die wissen gar nicht, was abgeht hier. Dämon. Tschüss, Bro. Tut mir leid. Oh, gutes Spiel. So wollte ich mal. Entschuldigung. Es ist ja vorbei, egal was passiert. Kommt nur Inferno rausdroppen. Tschüss, der ganze Rest stirbt. Und wir gewinnen schon wieder. Es ist gerade, ja. Es passiert halt, ne? Es passiert ja gerade. Wir haben eine Goldkiste bekommen. Yes, yes, yes. Wir könnten die nächste Siegeskiste auch noch farmen. Machen wir. Ich meine, es gibt Karten bis zum geht nicht mehr. Oder wir jetzt kommen gleich an einen Punkt an, wo wir so viel Pokal haben und wir einfach nicht weiter vorankommen. Das kann auch natürlich passieren. Das kann passieren. Wir haben eine gute Starthand. Wir haben einen Zwerg, dahinter werde ich gleich wieder einen Ballista spielen. Und dann mal abwarten. Mal schauen, wie da gleich eine Bombe gedroppt wird. Einfach alle droppen zum Anfang die Bombe. Das ist dumm, Leute. Die Bomben müssen schon was töten. Das bringt nichts.
Nur ein paar Skelette hier vor. Ich warte extra, damit die nicht auf einer Linie sind, Ballista und der Kollege. Deswegen können wir das jetzt so spielen. Ballista ist quasi jetzt hinten alleine. Sehr schön, der Zwerg ist davor, wegen Bombe zum Beispiel. Wieder eine Bombe gedroppt. Total. Ist halt dumm, ne? So, der wird leider sterben. Deswegen machen wir das so, damit sie noch am Start ist. Stirbt er? Ja, er stirbt. Aber wir haben was jetzt hier zum Tanken. Dann spielen wir das kurz rein von der Seite. Oh, jetzt brauche ich natürlich hier den Kollegen. Komm, reicht das? Von der Zeit? Lebe. Lebe, Madame. Lebe, Madame. Lebe, Madame. Lebe, Madame. Madame. Ach, stirbt ganz knapp. Egal, nächster Kollege hier. Und machen wir gut Damage. Zweiter Ballista ist am Start. Er muss sich auf die Mitte konzentrieren. Und wir zerstören. Oh, er switcht auf die Lane. Okay. Hier kommt, tschüss. Brauche ich gar nicht, Alter. Mit Ballista-Power, ne? Ballista-Power davor, einfach Tanks. Und das war's. Ja, mach mal ruhig hier. Gibt's noch eine Bombe reingeballert. Tschüss, auf Wiedersehen. Da oben das noch. Gibt's ein gutes Spiel hier unten, Küsschen. Krass. Krass, dass wir so einfach das Ding ganz nach Hause schaukeln. Hätte ich nicht erwartet. Hätte ich wirklich nicht erwartet, dass wir so schnell vorankommen. Not bad. Hier, komm. Hab ich ja noch gerade da, ne? Alter, wie der einfach immer den Standartenträger da rein droppt. Ohne jeden Grund. Das einzige Problem, was ich gerade eben habe, ist einfach die Burg, weil die so viel aushält. Das einzige Problem. Hier, noch hier. Bombe drauf. Noch ein Ballista von da oben. Jetzt geht er mal kaputt. Burg. Meine Fresse, wie viel hältst du aus? Hier ist scheißegal so geworden. Sehr schön. Er hat auf jeden Fall noch bis zum Ende gekämpft. Hat noch einen makellosen Sieg bekommen. Das ist auch sehr schön, weil er nicht mehr draufgeschlagen hat. Weiter, 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 weiter. 150 Pokale. Und ich finde hier wesentlich schneller Gegner als mit dem iPhone. Warum? Scheinbar sind auf diesem Bereich mehr Leute unterwegs. Ist ja auch logisch, ne? Weil der Android-Release gerade eben am Start war. So, gleich kommt bestimmt eine Bombe. Also jetzt hier wäre eine Bombe sinnvoll, ne? Nur so als Tipp. Hier ist eine Bombe sinnvoll. Kommt eine Bombe? Scheinbar nicht. Da, es kommt eine Bombe. Okay. Haben sie aufgepasst. Sehr gut. Da kommt Peitsche, Madame. Von mir. Spielen wir hier unseren Ballista rein. Das wäre hier natürlich der Dämon ziemlich stark. Komm, komm, lebe, 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 lebe. Ah, nein, 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 das war nicht gut. Ah, mies, ist kaputt. Da ist noch ein Zwerg davor. Oh, ich warte in der Mitte, weil ich habe ein Inferno. Obwohl, sie kann es auch alleine machen, glaube ich. Ich glaube, sie packt es alleine. Sie soll es alleine packen, oder? Komm, lebe. 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 Sie packt es nicht alleine. Mist. Mist, das war doof. Dass sie es alleine packen, hat sie aber nicht. Okay, jetzt geht's wieder los von vorne. Haben wir einen kleinen Nachteil, aber ist okay. Ballista kommt. Ist am Start. Gönnt sich auf jeden Fall den Mage, das ist sehr, sehr gut. Inferno lohnt sich ja auch noch nicht. Jetzt lohnt sich mal ein Inferno. Rausgeballert den ganzen Scheiß. Wunderbar. Mein Dämon bleibt im Leben. Sehr, sehr gut. Skelette vor. Er droppt den ganzen Scheiß auf eine Lane. Nächster Inferno. Sehr gut. Der schießt halt wieder. So, was davor zum Tanken. Sehr schön. Nächster Ballista von da oben, damit er auf jeden Fall reagieren muss. Hat er immer schon so eine Range gehabt? Der hat das ab 50% kann der erschießen. Krasse Scheiße. Was hat der für eine Range? Ist das neu? Ich bin verwirrt. Bin verwirrt. Okay, der Dämon hätte lieber da unten spielen sollen. Hilft eine Bombe. Bekommen wir denn was zu verteidigen? Ja, Combo. Bombe geht rein. Ballista, bleib mit am Leben. Bleibst du am Leben? Überlebst du das? Ich habe jetzt keinen Bock, einen Inferno dafür zu opfern. Muss ich aber. Wow, er stirbt halt. Er stirbt halt einfach da. Egal, so, da zum Tanken das nächste rein. Sehr geil. Ballista schießt, wir gewinnen. GG. Die Todesrange. Er war normalerweise jetzt hier in der Mitte. Da, wo er jetzt in der Mitte ist, normalerweise kann er nur von dieser Seite beziehungsweise von so einer Range schießen. Jetzt kann er einfach von komplett die ganze Burg oder was? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Hier, Dämon. Tschüss. Nummer 1. Tschüss. Hier, alles drauf. Sehr gut. Schieß mal weiter, mein Freundchen. Ja. Naja. Er wirft noch eine Bombe. Aber sie bleibt am Leben. Er spielt noch Mage. Du weißt, dass du nur von anderen beiden Lanes gerade Probleme hast. Haben wir wieder gewonnen. Gar kein Ding hier. Haben aber Schaden bekommen. Von daher war es nicht so ein einfacher Sieg. Weiter. Alter, 8 Stück noch. 8 Wins. Aber das machen wir heute nicht mehr in dem Part. Das dauert ja viel zu lange. Das dauert ja Jahrzehnte. Bin das Ding hier fertig. Ich muss noch ganze Videos rendern, schneiden, den ganzen Rotz. So. Er kommt mit den Truppen. Gutes Bombentarget.
plus Skelette vor für den Kollegen hier, damit er schneller down geht. Er kann jetzt auch gut eine Bombe werfen. Macht er, glaube ich, nicht, oder? Machst du nicht, machst du. Wir ist keine Bombe. Dankeschön. So, komm. Machen wir mal Damm kaputt. Revenge of Doom, ihr kennt Bescheid. Ihr wisst es ja. Dann brauche ich ihn gar nicht so weit in der Mitte spielen. Das ist total doof, was ich hier mache. Schieß, schieß, bitte, bitte. Ja, Damage ist down. Golem verkackt, Mr. Alex. Tut mir leid. Gegen den Golem brauchen wir. Komm. Wow. Wow. Nicht schlecht. Habe ich nie mit gerechnet. So, laufen wir so an von der Seite mit dem Zwerg. Weil gegen den Golem braucht man das nicht spielen. Ja, doof. Das war doof jetzt. Lebe, Zwerg. Skelette. Dankeschön. Ballista. Plus Bombe, Level 2 Ballista. Läuft auf jeden Fall, aber überlebt noch. Sehr gut. Ich werde versuchen, den Ballista am Leben zu halten. Wir müssen daran denken. Ach, ach ja, der hat ja noch. Der hat ja noch was anderes, ne? Wir müssen daran denken. Wir müssen von mehreren Lanes kommen, weil der hat noch ein Inferno. Der killt einmal Ballista instant. Jetzt machen wir es lieber so. Also ich kann jetzt gut reagieren. Ich habe zwei gut geile Sachen. Dämon auf Hand, Inferno auf Hand, damit kann ich echt gut reagieren. Dann werden wir mal kurz hier noch ankommen. Oh Gott, der Schwatte. Er hat einen Schwatten. Aber ich habe einen Dämon. Counter. Gott, wie viel der aushält. Krass, wie viel er einfach nur aushält. Mega krass. So, nächster Ballista von da. Sehr schön. Und dann läuft das hier. Meine Damen und Herren, er kann die overpowerten Shit-Superkarten haben, trotzdem wieder verkacken. Warum? Weil ich die Plays raushaue. Ich habe die einfach nur die krassen Plays. So gefällt mir das. Schön. Hab ihn verbrannt. Ist wurscht. Ist eh vorbei. Alter, wie viel sie aushält, ne? Wie viel sie einfach nur aushält. Der absolute Wahnsinn. Unten, komm, unten. Jetzt kein Inferno mehr, dann ist es gegessen. Dann ist es gegessen, es ist gegessen. Das ist ein Win. Easy going, GG. Jawohl, gar kein Ding für den King. Kurz den Kollegen auch noch vernascht, plus 32. Und somit gehe ich raus. Das war's von diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Meinung, Kommentare, beziehungsweise allgemein alles, alles reingeballert, wenn ihr wollt. Wie gesagt, lasst ein Like da, wenn ihr Bock auf mehr habt bei diesem Free-to-Play-Account. Seid ein Haufen super, dass ihr Boys reingauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ordentlich getroffen. Jetzt. Tschüss.